Ja, liebe Leute, wird Zeit, dass die alte Lady endlich mal wieder in die Luft kommt. Wie jetzt? Ich oder das Flugzeug? Nur weil ich gestern Geburtstag hatte. Das war jetzt ein bisschen zweideutig. Natürlich DC-42 und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh, schön, weil es ist ja bei mir wie jedes Mal lange her. Ja. Also, ich habe jetzt den direkten Vergleich. Das habe ich ja schon gesagt in dem Marabu-Flugzeug. Ja. Das ist mit dir viel angenehmer. Das freut mich. Viel angenehmer. Ja. Das ist halt C42-Style, ne? Ja. Das ist wie Vespa-Fahren. Ja. Wir waren ja vor, was war das gestern? Gestern waren wir in Garmisch-Partenkirchen, haben uns dafür ein paar Stunden zwei Vespas ausgeleitet und sind dann quasi durch die Berge so gefahren, die Alpenpässe hoch und so. War cool, ne? Am See entlang, das war mega, mega. Vespa fahren ist quasi wie C42 fliegen. Ja, nur am Boden. Nur am Boden. War es genauso langsam. Man wird von anderen überholt. Geht's eigentlich hin? Haben wir schon was gesagt? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht gesagt, nee. Genau, wir machen heute Plan B, weil Plan A war ja, wir wollten nach Venedig fliegen mit Übernachtung, hatten Babysitter, alles. Der Wecker hat geklingelt um 4.30 Uhr, alles war bereit, nur das Wetter nicht. Nebel. Ich sag euch Leute, eine Scheiße, kann man nicht anders sagen. Es ist ja für mich und für sie ist es so ein Mordstheater, brauchen einen Babysitter für 2 Tage. Ich muss meinen Kalender, meine Termine so organisieren, so schieben, dass ich wirklich 2 volle Tage nichts drinstehen habe. Ist ja alles gar nicht so einfach, ne? Muss man alles organisieren, muss man managen. Und dann bereitest du den Flieger vor. Wir sind am Tag vorher, am Abend losgefahren, Flieger getankt, alles vorbereitet, Kameras schon rangemacht, dass wir wirklich am nächsten Früh, morgen um 6 Uhr dann starten können. Ne? Und dann machst du auf und du findest eine Wetterlage vor, die du eigentlich nur November, Dezember rum hast. Ne? Wir hatten komplett Nebel. Das war das erste Mal jetzt in dieser Saison, dass wir solchen Nebel hatten. Und er hat sich bis zum Nachmittag nicht aufgelöst. Erst Nachmittag, früher Abend, war er dann weg. Nicht normal, sage ich euch. Nicht normal. Auf jeden Fall waren natürlich die ganzen Garfahrrouten in den Süden waren natürlich zu. Überall X-Ray. Brauchst du gar nicht lange überlegen. Da war der Tag eigentlich schon gegessen. Unglaublich. Und heute natürlich jetzt Notprogramm. Ne? Nachmittag machen wir einen kleinen Hüpfer nach Kempten rüber. Nehmen wir euch mit. Höchstgelegter Verkehrsflugplatz in Deutschland. 2340 Fuß. Bei knapp 30 Grad, ne? Da kommen wir gut raus mit unserer C42, aber so manche Eco-Maschine mit 3 Personen, bisschen Sprit mit drin, die haben natürlich da ordentlich zu kämpfen. Der Flugplatz Kempten-Durach bietet aufgrund seiner Lage direkt am Alpenrand den perfekten Ausgangspunkt für Reisen in die Berge und in die benachbarten Länder Österreich und Italien. Der Platz verfügt über 2 sich kreuzende Bahnen mit jeweils rund 800 Meter Länge und auf die Einhaltung der Platzrunde muss penibel geachtet werden. Hier kam es schon zu Gerichtsverfahren wegen Überflug von Ortschaften außerhalb der Platzrunde. Heute herrscht Westwind mit rund 8 Knoten und die Piste 2.5 ist im Betrieb. Ein wunderschöner Endanflug direkt am Profil des Hangs entlang über eine Wohnsiedlung. Dieser Anflug bringt aber auch Gefahren mit sich, welche wir selbst heute erlebt haben. Denn beim Start auf der Piste 2.5 muss zwingend direkt nach dem Start eine Linkskurve Richtung Süden geflogen werden, um ein Wohngebiet zu meiden. Hierbei kann es dann passieren, dass der abfliegende Verkehr direkt in die Platzrunde des anfliegenden Verkehrs fliegt, wenn man in dem Moment einfach nicht auf dem Schirm hat, dass dort im 3300 Fuß Verkehr von rechts kreuzt. Deshalb Augen und Ohren auf. Jetzt musst du höllisch aufpassen. Wir haben ja hier Piste 2.5 im Betrieb. Sehr, sehr geiler Anflug, muss ich sagen. Direkt über die Häuser drüber. Aber du hast den abfliegenden Verkehr, der kreuzt quasi die Platzrunde, weil du nach Süden abdrehen musst. Oder bist 3 Maschinen in der Platzrunde. Vorne sehen wir. Alter, da geht es ganz schön zu jetzt hier. Alpha. So, und dann schweben wir. Uff.
fangen ab und schweben. Und jawohl, gut, ne? Gut, hä? Ja, endlich. Ich klatsche. Der gebührende Applaus. Mit Hüpfer? Ich klatsche trotzdem weiter. Oh la la! Mit Farbenkle. Darf es auch ein Flugzeug sein, eine C-42? Oh ja. Beim Fliegen ist er Gentleman. Ja Leute, das ist immer wieder auf dem Weg Richtung Süden, immer der Sonne entgegen. Jawohl, ein paar nette Leute haben wir kennengelernt, kaum war die Kiste aus, kam schon der Marco entgegen und sein Vater. Die haben so eine Zell am See Camp-Tour gemacht, die letzten zwei Tage waren sie in den Alpen unterwegs. Wunderbar, sind jetzt gerade heimgeflogen. Und dann haben wir den Sepp, wie ist das Seppel? Sebi. Sebi getroffen, jawohl, der kommentiert auch immer fleißig unter meine Videos. Grüße gehen raus. Und wunderbar, war noch ein schönes Eisessen. Einwandfrei, nichts hochgradig Spektakuläres. Da vorne haben wir Traffic, müssen wir mal schauen, was es ist. Ein Heißluftballon. Oh geil, den schnappen wir uns. Jawohl, da gibt es auch noch was zum Sehen. Wird es doch noch hochgradig spektakulär. Hier müsste irgendwo der Berg sein, wo wir oben waren. Dieser Aussichtsturm. Ah. Oh. Weißt du wo? Wo wir die Kinder so verarscht haben, wo es bockweit war. Schweben. Ja, ein bisschen. Kämpft mal ein bisschen besser, ne? Aber war gut. Ich klatsch wieder. Ja, so Mitleidsklatschen brauche ich aber nicht. Nee. Das heißt doch, nee. Aber das sind alles Mitleidsklatschen. Nein, war es eben nicht. Okay, gut. Oh, dann ein herzliches Willkommen zurück aus dem wunderschönen Abwaldsee. So schaut es nämlich aus. Modellflieger sind auch am Platz. In dem Fall, Leute, für uns ein schöner kleiner Ausflug. Nicht das, was wir uns diese Woche vorgenommen haben. Aber so ist es halt, ne? Trotzdem cool, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, gell, Leute. Macht es gut. Servus und ciao. Ciao. Du willst auch wie Diana das letzte Mal die Knöpfe ausmachen? Ja, wollte ich schon immer. Okay, pass auf, da haben wir eine Checkliste dafür. Ja. Okay. Also, welche Nummer? Nehmen wir die zum Abschnitt. Ich muss mich genauso wie das Kind aufschneiden. Also, pass auf. Fahrbremses Gesetz, die anspruchsvollen Sachen mache ich. Benzinpumpe aus. Das mache ich. Klappen einfahren, das passt schon. Hast du schon. Transporter mache ich auch noch aus. Sehe ich. Dann, oh, Switches runter, jetzt? Alle runter.